Willkommen zu meinem Festival in Olsberg. Ja, zum 18. Mal lade ich hier meine Freunde ein zur Kammermusik. Und in diesem Jahr hatten wir etliche Überraschungen und ganz wunderbare junge Künstler. Und mit denen wollen wir auch gleich beginnen. Ob Sie es erkannt haben, die Mondscheinsonate versteckt in einer Improvisation von Robert Neumann. Er spielt das gesamte klassische Repertoire und er improvisiert und komponiert und das auf höchstem Niveau. Cool, was hast du da gespielt? Das war der zweite von Bartoks sechs rumänischen Volkstänzen. Aber nicht im Original. Ganz genau. naheliegend. Das sind meine Arrangements von vor zwei, drei Jahren. Ich habe diese sechs Tänze einfach genommen und ein bisschen ummodelliert, ohne an der Form oder an der Besetzung auch groß was zu ändern. Habe ich es einfach in der Manier der Virtuosen Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert transformiert, sage ich mal. Ich denke, das war ein kleiner Zufall, der mich darauf gebracht hat. Und zwar waren diese sechs rumänischen Tänze einer der ersten Zyklen, die ich überhaupt gespielt habe, mit 5 Jahren oder so. Und deswegen, es hat ein bisschen den Charakter des Zurückkommens zu den Wurzeln. Ich improvisiere leidenschaftlich gern Tag für Tag und ich sollte weniger improvisieren und ein bisschen mehr üben. Okay, jetzt bitte ich dich mehr über Guten Abend, Gute Nacht zu improvisieren. In welchem Stil? Jazz. Und in welcher Form? Langsam Jazz. Guten Abend, Gute Nacht. Mit Rosen bedacht. Saal sehr stark abgedunkelt ist und der Lichtkegel etwas grell, dann entsteht so eine kleine Blase und außerhalb dieser Blase, die 3 oder 4 Meter im Durchmesser misst, existiert dann gar nicht mehr so viel. Dann bin ich so dem Flügel vis-à-vis und reagiere auf das, was kommt und das Außen rückt einfach in unendliche Ferne. Thank you.
Sein Klavierabend wird demnächst auf unserem Kanal komplett zu sehen sein. Und ich kann es Ihnen nur empfehlen. Es ist gar nicht lange her, da habe ich durch Zufall die Geigerin Hannah Chan kennengelernt. Hannah ist erst 20 Jahre alt. Und weil ich mich immer für junge Künstler interessiere, habe ich im Internet sehr viele Wettbewerben immer wieder verfolgt. Und bei einem großen Wettbewerb in der zweiten und dritten Runde, die ich lange Stunden sie am Spielen gehört habe, habe ich entdeckt, diese unglaubliche Persönlichkeit, die von verschiedenen Komponisten zum Komponisten gewandelt ist und irgendwie ihren eigenen Charakter und Persönlichkeit in jedem von denen gefunden hat. Und dadurch wollte ich unbedingt Ihnen Hannah Chan hier vorstellen. Do you tell stories when you perform, or do you have colors in mind, or do you have a story in mind? Colors, definitely, and some kind of story for sure, but not, maybe not something I would be able to say, like this happens and this happens, but definitely, yeah, some storytelling arc for sure, yeah. Yes. So you like to show your feelings to the violin, right? Yes, I'm not so extroverted when I talk or in person, but on stage I really feel like I can say what I want to say. It's Niccolo Amati from 1647. I've played it since I was 13, so 8 years or something like this. So we're really good friends. Yeah, we've really grown up together. Actually, I found that you are able to play such an incredible pianissimo. Does the violin help you with that? Yes, it plays very sensitive things very well, and I'm also not such a loud person, so I think we really get along and we can really, a lot of, colors and very subtle colors it really has, yeah. So actually you found each other. Yeah. I think just the way that I play instinctually, and I guess also the way that I play has grown around the violin, but yeah, it really responds how I expect it, or even it surprises me in a very positive way all the time. So sometimes the violin tells you how to play the piece? Yes, of course. Does it? Really? Yes. Thank you.
Ich bin mir sicher, Hannah wird noch eine große Karriere vor sich haben. Sie ist ja gerade mal 20 Jahre alt und ich freue mich sehr, dass wir sie jetzt hier so exklusiv hatten. Und somit sind wir schon bei unserer nächsten Nachwuchskünstlerin. Mit einem ganz wunderbaren Instrument, der Gambe. Ein Instrument so intim und so wunderbar gespielt von Lucienne Boulanger. Sie hatte übrigens ihr Baby dabei und das hatte während der Proben immer mal wieder Hunger. Music that was meant to be played like in living rooms or in salon. So it's not really concert music. It's there's a lot of theater, but it's what French people call les passions de l'âme. You know, it's going through very different emotions and trying to fit the right emotion on the right piece. Actually, this music is like, it's improvised. There's a lot of improvisation, yeah. Is because it? Of ornaments, so you just have, it depends of the movements, but yeah. Like Corelli, in slow movements, you just have a few notes and you need to fill up the gaps, so improvising. And for Pierre, the harpsichord player, it's the same. He's got some figures for the chords and then he's making every time something different. Music is really about speaking. We work a lot on articulation and maybe not so much on big lines. And also the bow we're playing with, they're like more like a pencil than like a brush. I started when I was a bit more than four. Oh, with this instrument? Yes, it's a family. Mm-hmm. So you have the soprano, the alto, tenor. So when you're a kid, you can start with a small one, which is not a toy. It's not an instrument made for kids. It's a real instrument. And but you have so many possibilities to make the sound. Yes, and you have to keep on playing the whole family. And this is a lot of fun. You know, sometimes you play the small one and it's tuned, or this one is tuned different and differently. Yeah. You have your baby with you, right? How old is he? He's a bit more than 3 months. Okay. Old, yeah. So when you are on stage, do you think of it or whether he's well or? If I left some milk or if I fed him, it's okay. It's okay. So you can get lost in the music. I try to, yeah. That's not a beard.
Wo kommen Sie her? Ich komme aus Berlin. Und wie kommen Sie gerade auf dieses Festival? Naja, also ich habe Sol eigentlich durch Klickler kennengelernt, dann in Berlin ein Konzert besucht. Ach, da kommt ja schon eine Bekanntschaft. Und dann bin ich das erste Mal hier vorbeigekommen. Das war im Südschwarzwald, habe festgestellt, gefällt mir, habe gefragt, habe auch gelesen, es gibt da einen Club der Freunde, bin dann spontan eingetreten. Wie sind Sie auf Olsberg gekommen? Zufall. 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 Glück. 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 Natürlich Glück. Ich bin schon mal da und das war ein tolles Konzert letztes Jahr. Und finde Olga Betta eine tolle Künstlerin und liebe die Art von Musik. Sowieso. Und Sie sind die Begleitung dazu? Ja, genau. Zum ersten Mal hier? Ja, genau. Wo kommen Sie her? Aus Wien. Extra fürs Festival angereist? Selbstverständlich. Und das schon seit vielen Jahren oder zum ersten Mal? Seit 2008. 2008. Ja. Und Sie? Aus Terwil. Ich verfolge die Olga Betta seit 2003, also seit 20 Jahren. Und am Festival seit es gibt. Und bei jedem Konzert dabei? Nein, nein, ich arbeite noch zwischendurch, also ich suche mir dann ein paar raus. Okay, danke Ihnen. Ja, dieses Jahr war es ein spezielles Festival mit Musik von Orlando Di Lasso bis zu Hans-Werner Henze. Und es waren auch große Stars dabei, wie Veronika Eberle, die sich leider den Fuß gebrochen hatte. Aber dennoch mit einiger medikamentöser Hilfe immerhin das Mozart-Sextett mit uns spielen konnte. Und das war für mich ein wunderbares Erlebnis. Das erste Mal, wie ich hierher gefahren bin, es war wirklich so Landstraße, Landstraße, Landstraße. Wo fahren wir hin? Und auf einmal kommen Kühe und Pferde und Schafe. Und dann ist diese bezaubernde Kirche und ich war wirklich ganz beglückt, dann dieses kleine Kleinod zu finden, dann ein kleines Juwel. Und es ist sehr, sehr schön, immer wieder hierher zu kommen. Ihr spielt hier Mozart-Sextett. Beim Strauß musstest du passen, weil du einen kleinen Unfall hattest? Ja, ich habe mir meinen Fuß gebrochen und das war jetzt gerade vor ein paar Tagen alles ziemlich kurzfristig. Und mit Krücken gehen und spielen und doch starke Schmerzen war das dann die bessere Lösung. Und wie ist das so, mit Schmerzmitteln zu spielen? Ich bin ganz high. Ist es dann noch besser? Nee, gar nicht. Also es ist lieber, man ist gesund und hat beide Füße, auch um sich zu balancieren, weil man sitzt einfach so ein bisschen schräg auf der Kante die ganze Zeit und ist so halb, wo ist man? Und fürs Geigespielen ist eigentlich immer sehr wertvoll, eine gute Mitte zu haben und da stabil dazustehen. Und das ist halt jetzt die nächsten 4 bis 6 Wochen nicht möglich, aber dann hoffentlich toi, 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 ist alles wieder in Ordnung. Du hast ja hier grandiose Mitstreiter. Also absolut. Ist das nicht fantastisch, wie die klingen? Ja, herrlich. Also es ist ein Traum, ein ganz tolles Ensemble, was Sol da zusammengestellt hat. Ist das nicht fantastisch, Kammermusik zu machen? Ich liebe Kammermusik. Das ist das Schönste eigentlich, was es gibt, weil es so intim wird und gleich von der ersten Sekunde, auch wenn man die Spieler nicht kennt, man kommt sich nah und versteht sich und schmeißt sich Bälle zu und kommt in Dialog. Und
Gerade bei Mozart und bei diesem wunderbaren Sextett ist das natürlich irre, wie man da irgendwie dann sich gegenseitig ja, auch auf den Arm nehmen kann oder kleine Jokes, kleine Scherze machen kann oder auch irgendwie in die Tiefe geht dann. Das ist ja, eines eigentlich der schönsten Geschenke, die man haben kann. Sag mal, dieses Mozart-Sextett ist eigentlich eine Bearbeitung, oder? Genau, es ist eigentlich die Sinfonia Concertante für zwei Soloinstrumente, also Bratsche und Geige, Viola und Violine und großes Orchester. Und, aber in dieser Zeit hat anscheinend sich jemand daran gewagt und für Amateure diese Version geschrieben. Und wir waren jetzt in den Proben auch viel damit beschäftigt, einfach irgendwie kleine Fehler oder doch das Original ein bisschen wieder mehr reinzuholen. Dann. Und ist trotzdem interessant, weil man das ganze Werk aus einem anderen Blickwinkel sieht und das Ganze dann anders klingt und sich anders entfaltet auch, weil teilweise die Stimmen nicht eben nur in der Geige oder in der Bratsche bleiben, sondern wirklich verteilt werden und so fließt es dann ganz anders eigentlich und es wird ein neues Werk letztendlich. Ist es dann eigentlich schwieriger oder leichter, weil du hast ja die Sinfonia Concertante sicher schon oft gespielt? Ist sehr anders. Und manchmal spielt man und denkt so, ah klar, jetzt kommt mein Solo, ah nee, warte, es ist ja das Solo in der zweiten Geige. Also es ist komplett anders aufgebaut dann und von daher fühlt es sich eben eigentlich wie ein neues Werk und Stück dann auch an. Ist das eine Lieblingspassage, auf die man sich freut, diesem Stück? Oh, ich liebe diesen letzten Satz, der ist so voll Sparkles und klein, ja, wie Champagner eigentlich. Und nun zu meinem ganz persönlichen Highlight, die Metamorphosen von Richard Strauss in einer Bearbeitung von Rudolf Leopold für Streichsextett und Kontrabass. Ein ganz wunderbares Werk mit größter Tiefe und tragischem Inhalt. Und ich war so glücklich, dies mit einem Ensemble spielen zu dürfen, wie es vielleicht so in dieser Qualität kaum noch mal zu finden sein wird. Doch schauen Sie selbst. It starts in the low register and then it
it's never stops. It's kind of, he uses an incredible science of harmony, mm-hmm. Strauss, to actually have this whole half an hour that never really stops, never really drops or anything, and always develops or metamorphose until the end of the piece. So the beginning is very impressive in that we know where it will go, and we have to be up to the task. Strauss Metamorphosen, there's is this incredible texture, and we're always going from one color to another, and as the title suggests, Metamorphosen, these colors. So actually it starts with one melody in the second viola fairly early on in the piece, and it continues with just passing between harmonies. And I think the role with the second viola is often connecting the different elements together. Die Viola hat immer die Rolle zu verbinden zwischen Himmel und Erde und die menschliche Stimme in das Ganze zu bringen. Also du bist die menschliche Stimme? Ja, ich bin die menschliche Stimme. If you put Pista into the context it was written, it's this time certain transformation in Europe happened. It came from a big disaster that grew up in many places, and luckily it was over. And I think this piece is full of hope. I'm very happy actually to be playing Strauss Metamorphose, which is strictly related to Basel, because it was commissioned for 23 string players for a Basel Camera Orchestra. So today we will bring back this piece to its origins in the septet version, which is actually the first one that Strauss wrote before Basel Camera Orchestra commissioned for 23 string players. So it's going to be very special tonight.
Nun verabschieden möchte ich mich heute mit Voce 8, einem A Cappella-Ensemble aus Großbritannien. Stimmen so pur und in einer Reinheit und das in dieser herrlichen Klosterkirche. Mit diesen Eindrücken möchte ich mich verabschieden und alles, was Sie hier gesehen haben, können Sie in voller Länge auf unserem Hochrhein-Kanal noch einmal nachschauen. Bis bald! Oh.